Kinemuse. So, grüß euch bei der Kinemuse. Da ist wieder der Ludwig und heute heim wir in Oberhartausen bei Straubing. Zum einen ist mein Bruder da, der uns unterstützt mit der Gitarre und zum anderen der Donner Sepp. Jawohl. Aber du bist ja bei uns anders bekannt, nicht als Donner Sepp, sondern als Gstanzlsinger. Da hast du ja einen Künstlernamen dir selber gegeben oder hast du den? Nein, ich habe mir die auch gegeben. Ja. Saubauer. Der Saubauer. Ja, freilich. Und wie bist du auf den gekommen? Ja, wenn wir alle gesungen haben, nicht wahr? Und dann haben sie gesagt, der Saubauer ist jetzt da. Der Saubauer kommt da. Weißt du, Sau gehabt hast? Freilich. Jetzt haben wir keinen mehr nicht. Und seit wann? Seit 15. 2015 haben wir es verkauft. Und seit wann habt ihr es gekauft? Also seit wann bist du der Saubauer? Seit wann hast du das Gstanzlsinger angefangen? Oh mein, 30 Jahre schon leicht. Oder 40 Jahre auch. 40 Jahre schon. Also von 40er in die 70er, oder? Ja. 80er, 70er, 80er. Ja, ich habe allerweil schon gestanzelt schon. Allerweil schon. In der Schule auch schon. In der Schule? Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 88 Jahre. 88 Jahre? Jawohl. Dann hast du schon mit angefangen mit 12. Ja, genau. Ja, da haben wir noch 12, 13 Jahre. Also, wie bist du dazu gekommen? Ja, da war einmal in der Halle. Da war einmal ein Gartenfest. Zur damaligen Zeit, nicht wahr? Da war ein Haufen Leute da, mit einem Blechmusik, nicht? Und da habe ich schon gesungen. In das der Halle? Wo ist das Halle? Das ist das Wirtshaus da oben, das wo es jetzt nicht mehr gibt. Bei Eugner, ja. Der Eugner hat die Halle gekauft und haben das Wirtshaus weggebrochen. Aber das war ein Gasthaus, ein kleines Gasthaus von der Brauerei Dittl. Und ja, da war immer was los. Also 50 Meter Dorf, oder? Ja, ja. Könnte auch 70 sein. Also du bist aber in Oberhartausen aufgewachsen? Schon. Und bist schon immer da beim Gstanzlsingen? Bist du dann ein Gstanzlsinger oder ein Hochzeitslader? Ich habe Gstanzl gesungen und habe Hochzeitlader gemacht. Wie viel hast du gemacht? Wann hast du angefangen? In 1980? Ja, vor 30 Jahren oder vor, ja, 80. Eher schon. Eher schon. Und da bist dann, du hast Gstanzl gesungen als ganz Kind schon, wie bist du dazu gekommen dann als, was hast du da gehört? Wie kommt man als Zwölfjähriger zum Gstanzl singen? Ja, ich habe das einfach in mir gehabt. Ich habe das in mir einfach gehabt, nicht wahr? Ja. Und dann hat die Musik gespielt und irgendwann hat jemand gesagt, Sepp, jetzt kannst du auch mal singen. So. Oder so hast du dann einfach mal traut und hast gesagt, ja, jetzt singen, jetzt ist mir das eingefallen, jetzt singen. Ja, einfach so ist das einfach zustande gekommen, nicht? Und ja. Als Singer ist jetzt auch nicht so, man gibt da schon was von sich preis. Also das ist ja schon ein bisschen, ja. Darbietung, im Gstanzlsingen ein bisschen eine Schauspielerei, oder? Eigentlich Schauspielerei weniger. Aber das ist einfach so, das muss man können, entweder man hat es oder man hat es nicht. Es gibt da viele Leute, nicht wahr? Die können zwar auch Gesänge singen, aber die lernen die Gesänge, nicht wahr? Und das ist natürlich nicht immer so, dass man das einfach brauchen kann, nicht wahr? Wenn du meinetwegen 5 oder 10 Gstanzls lernst, ja, die kannst du auch singen, das ist kein Problem. Aber wenn dir jetzt einer dagegen singt oder gegen irgendetwas, dann bist du da nicht gewachsen, nicht wahr? Wenn der so her singt, dann kannst du nicht dagegen singen, weil die Klienten dir da nicht helfen. Also du hast den nicht auswendig gelernt oder hast du es am Anfang nein, schon gelernt? Nein, mein Letter nicht. Ich habe, was ich gelernt habe, natürlich, für Hochzeiten, weißt du, da gibt es auch so Lieder, nicht wahr? Das war einfach, ja, sagen wir mal, wenn man jetzt die Braut abholt und den Bräutigam, da gibt es für jede Ding einfach, gibt es da Lieder, nicht wahr? Und die singt man halt auf einem Elternhaus toll, nicht wahr? Wenn man die Braut rausfickt, wenn die von Haus rausgeht und stehen dann heraus, nicht wahr? Dann singt man einfach meinetwegen ein Lied oder irgendetwas, nicht wahr? Oder zum Mittag, nach dem Essen, da singt man auch. Nicht wahr, wenn ein Hauser ist, nicht wahr. Und da singe ich auch, da habe ich auch ein besonderes Lied, nicht wahr. Und ganz schön einfach, nicht wahr, weißt schon. Also du hast auch normale Lieder gesungen? Ja, also für Hochzeiten, weißt du schon. Also Lieder natürlich, freilich habe ich sehr Lieder auch gesungen. Aber die haben mir nicht viel geholfen, nicht.
Verstehst du das? Ich habe schon oft auch ein Lied gelernt, nicht wahr? Aber das bringt mir nichts, nicht wahr? Wenn ich jetzt meinetwegen nach Hause bin oder irgendwo, dann hilft mir das nichts. Wenn wir jetzt meinetwegen, wir sind von Wald daheim, nicht wahr? Das bringt mir da nichts. Wenn ich keiner vom Wald daheim ist bei der Hochzeit, ist blöd. Naja, wenn die auch da sind, aber das hilft einfach nichts. Das passt einfach nicht zu einer Hochzeit, nicht wahr? Wie viele Lieder hast du dann drauf gehabt, dass du sagst, was habe ich, was brauche ich im Repertoire, dass ich sage? Ja, meinetwegen habe ich jetzt in der Früh, wenn wir Braut angeholt haben, habe ich eins gehabt, nicht wahr? Wenn wir einen Bräutigam angeholt haben, nicht wahr? Und zum Mittag und am Essen habe ich ein Lied gehabt, nicht wahr? Und dann auf Nacht, meinetwegen, wenn es dann heimgegangen ist, nicht wahr, da habe ich auch ein Lied vorgesungen, nicht wahr? Und ja, das ist, sagen wir mal, kein Krampf nicht gewinnt, sondern etwas Gescheites halt, nicht wahr? Ja. Kein Krampf für ein Haus, nicht wahr? Ein Haus gibt es ja einen Krampf auch, nicht? Und Brautstein ist zum Beispiel ein großer Krampf. Das hast du nicht gemacht? Ja, schon. Schon? Schon. Aber das ist immer schlechter geworden, weißt du. Weil einfach die Musikanten, die haben das immer mehr selber an sich gerissen. Mhm. Und ja, die letzte Zeit ist noch so viel. Da haben wir noch bloß noch Musikanten, weißt du, schon alle richtig einfach. Ja, ist einfach einer so nicht mehr. Und ja, haben natürlich leider richtig gesoffen das. Und dann gespielt bei der Tut. Das kann passieren, gell? Ja, das kann freilich passieren. Wann hast du deine letzte Hochzeit als Hochzeitslader gespielt oder gehabt? Die letzte Hochzeit, weiß ich schon noch, das war vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren erst? Ja. Mhm. Ja. Aber das nimmt ja ab, oder? Also das hat ja damals, 80er, 90er ja. Jahre, war ja das viel mehr. Ja, war das mehr, ja. Das hat jetzt besser abgenommen. Überhaupt, sagen wir mal, das ganze Gstanzlsingen hat etwas abgenommen. Aus dem einen Grund, weil einfach da alle sich einbulten, sie haben sichere Schauspieler und sie können da gleich 500, 800 Euro verlangen, versteht? Und das ist halt heute so, es gibt halt viele Wirte einfach, die machen halt keine Gesandtsdinge nicht mehr, weil die sagen, wenn ich jetzt, da muss ich mir 1000 oder 1200 geben, und dann halt dort lohnen, einen Gesandtsdinge, die mache ich auch noch 500 oder 600, weil der Beif und die Leute nicht mehr, die verlangen da so viel Geld, das auch nicht, oder sehr viel Geld nicht mehr. Und da gibt es einfach Wirte, da sagt der Wirt, da ist bloß die Apps haben und ich habe nichts. Das ist ja, also das Gstanzlsingen müsste eigentlich wieder ein bisschen Idealismus werden, dass man sagt, das ja. Mache ich, weil es mich freut und weil ich die Kultur ja. Weiterbringen will. Ja, nicht wahr. Ja, und in den Bierzelten ist schon ein bisschen, aber das hat auch ganz stark um. Das ist auch nicht mehr die Hälfte. Ja, ich habe noch gar keins gesehen. Habe ich schon mehr Gstanzlsingen gesehen im Wirtshaus, glaube ich nicht. Du? Bei Hochzeiten, ich kenne es halt, weil ich mit der Musik, mit der Band auch spiele bei Hochzeiten. Und ja. Wir haben selten mal einen Hochzeitslader dabei, der dann beim Gratulieren Gstanzl singt. Aber das beim Danger? Oder ja, genau. Danger sagt man genau, da oder nicht. Schenger oder so. Schenger oder Danger genau. Sagt man da aber nicht. Das habe ich jetzt, glaube ich, einmal erlebt und jetzt spiele ich seit 2011 oder so Hochzeiten. Ja, also. Ja, das ist narrisch schwingen worden einfach. Das war einfach, ja. Das ist einfach, der Trend ist einfach anders gekommen, versteht? Das ist einfach so, nicht wahr? Ein Hochzeit wird heute nicht mehr so ernst genommen wie früher. Verstehst du? Ein Hochzeit war früher was ernst einfach, schon was Schönes auch, nicht wahr? Aber heute ist es so, erstens wollen heiraten voll nicht mehr, nicht? Und wenn sie heiraten oder was, da gibt es eine halligale Hochzeit, nicht wahr? Und geht erst meinetwegen Nachmittag an, nicht wahr? Und dann Kirche, wenn sie noch eine haben, nicht wahr? Und dann um 3 oder 2:30 schauen schon, dass ein Kaffee kommt, dass die so dort noch schneien, nicht wahr? Dass das nur ein bisschen sachlich ist. Und dann meistens schauen, dass sie einfach Braut vorbringen, nicht wahr? Und dann geht es los, nicht wahr? Und dann dauert das eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Dann geht das schon herrlich, herrlich und dann geht es einfach ruhig runter. Nicht. Wir sind jetzt so in Oberthausen, also mitten im Gaibo und Straubing, 10 Kilometer weit rein. Ja. Und generell haben wir im Gaibo einen sehr
ländlich grundsätzlich. Hast du gesagt, du merkst, weil die gibt es ja schon so lang und du singst ja mit den ganzen bekannten Stanzlsinger aus der Type Oster, du auch auf der Bühne unterwegs. Alle. Halt zusammen, ja. Genau, hast du dann eher gesagt, ich möchte die große Bühne haben oder sagst du eher, nein, Geibon, der dörflich, weil du hast ja bei uns in Oberthausen oft auf die Dorffest gesungen und so weiter. Ist dir das lieber oder hättest du auch mal probiert, dass du sagst, ich möchte auch bekannter werden oder sagst du, war das immer wurscht? Ich bin eigentlich schon bekannt gewesen, also schon, sagen wir mal, ich bin ganz Niederbayern schon gekommen mit den Hölzerten. Ja, gut. Ganz Niederbayern bin ich schon gekommen. Sagen wir mal, ich bin jetzt Migerung gewesen und habe Hölzerten gemacht in Erding und in der ganzen Holledau. Holledau war ein ganz großartig einfach. Da ist schon groß runtergegangen. Hast du das Hochzeitsland dann irgendwo gelernt oder hat man sich das abgeschaut? Ich habe mir das eigentlich abgeschaut, verstehst du? Man kann das schon ein wenig lernen, aber ich bin da schon ein wenig zu Hause hingefahren und habe mir das ein wenig abgeschaut, weißt du schon. Und dann haben wir das selber schon angeeignet einfach. Ein Hochzeitsladen macht ein Verbindungsstück zwischen Braut, Bräutigam, Band und Gesellschaft, oder? So ein bisschen. Ja, ein Hochzeitsladen ist halt das. Der Hochzeitsladen ist einfach der Hochzeit der Chef. Versteht? Der Chef da, nicht wahr? Und ich habe das schon auch gemacht. Aber zum Beispiel einladen, nicht wahr? Freies hat auch jede Hochzeit der Hochzeitsladen eingeladen. Das ist aber dann auch allebei Stader waren, nicht wahr? Aber ich habe schon Hochzeiten eingeladen. Wie hat das ausgeschaut? Da kriegst du vom Brautpaar die Adressen und dann fährst du von Haus zu Haus und dann sagst du einen Spruch, nicht wahr? Und dann machst du einen Strauß an die Tür, was gut angeht, nicht wahr? Und ganz früher ist es ja so gewesen, nicht? Da ist einfach praktisch Mahlgeld, weil da haben wir die Hochzeiten Mahlgeld zahlen müssen, der Hochzeitgäste. Mhm. Verstehst du das? Und das hat der Hochzeitlader auch noch hingeschrieben, damit die das gewusst haben, die Leute, was das kostet. Nicht wahr? Und ja, und meinetwegen, da macht er jetzt einen Strauß hin, dann schreibt er am 14. Mai hin, nicht wahr? Und dann Mahlgeld. Ein von der 12 Mark, nicht wahr? Mehr haben sie nicht gezahlt dann? Naja, das hat der Wirt eingesammelt. Der Wirt und der Hochzeitlader, die haben dann das Mahlgeld eingesammelt, mhm. Nicht wahr? Okay. Und nicht, da ist der Wirt mit, weil das ist ein Wirt sein Geld gewesen. Da hat es in der Hochzeit hat die Suppen gegeben, nicht wahr? Und zwischen den Suppen und den Hauptbraten, nicht wahr? Da ist dann der Hochzeitlader, damit ich mal keiner durch die Linse gegangen, nicht? Mhm. Und haben wir das eingesammelt, nicht wahr? Dass der Wirt sein Geld gehabt hat, nicht wahr? Und das ist natürlich jetzt auch alle, weil mehr waren jetzt, glaube ich, was ich jetzt schon so gehört habe, müssen die jetzt schon, glaube ich, bald 100 Euro zahlen. Ja, ist das ja freiwillig, was jeder auf einer Hochzeit mitnimmt oder zahlt? Nein. Du meinst, wenn das Mahlgeld angesagt ist? Ja. Ich war aber nicht vorgegeben. Das ist halt auch noch vorgegeben. Okay. Wenn du jetzt beim Wirt eine Hochzeit bestellst, dann sagt dir der Wirt, meinetwegen, dann fragst du als Brautpaar, dann fragst du, was das Mahlgeld kostet. Wie viel hast du Gäste? Ja, du hast jetzt 110 Gäste und das Mahl, das kostet meinetwegen 50 oder so und so viel Geld. Dann kostet es schon pro Person das. Das, was zum Schenken ist, das ist eine Privatsache. Der Hochzeitgast, der schenkt ja am Brautpaar ein Geld. Ja, genau. Verstehst du das? Und da kann er natürlich, das ist ein Kuvert, nicht wahr? Da hat auch zum Beispiel der Hochzeitlader, der hat ein Kuvert dabei gehabt, ja. Nicht wahr? Weil jeder Hochzeitgast hat kein Kuvert dabei gehabt, nicht wahr? Hat er noch ein Kuvert, brauche ich nicht. Ja, dann hat er mir ein Kuvert gegeben, nicht wahr? Und da hat er sein Geld nicht da. Meinetwegen, ja, das ist auch wieder aufwärts gegangen, nicht wahr? Freies haben zum Beispiel 20 Euro oder 30 Euro oder 50 Euro. Und heute werden es natürlich 200 Euro oder 150 ist schon wegen, nicht? Wenn du mit der Frau auf die Hochzeit gehst und gibst dir einen 100er,
Dann hat er drauf gezahlt. Verstehst du das? So ist das halt nicht. Und dann halt. Irgendwann hast du angefangen, einmal zum Gstanzl singen bei den Hochzeiten. Oder ja, wann hast du die dann gesungen? Hat es einen festen Zeitpunkt gegeben, wenn du angefangen hast? Dass du sagst, hat sich das einfach ergeben? Nein, das ist ja so, wenn du Hochzeitlader bist, dann musst du das schon selber ein bisschen einfach einteilen. Nicht wahr? Wie viel Gstanzl hast du dann gesungen? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Keine Zahl weiß ich da nicht. Nicht okay. Zum Beispiel, wenn man jetzt von der Kirche kommt, es ist ja so, Hochzeitlader, der mal einen Kirchenzug aufstellen, nicht wahr? Wenn man eine richtige Hochzeit macht, versteht? Ja. Dann wird da der Kirchenzug aufgestellt, nicht wahr? Und voraus Musikanten, nicht wahr? Mhm. Und dann kommt das Brautpaar, nicht wahr? Kinder mit der Kerzen und der Blumenstrauß oder der Riegel, das Kissel mit der die Riegel aufgegangen haben, nicht wahr? Und ja, und wenn der Hochzeitzug aufgestellt ist, nicht, dann sagt der Hochzeitlader, Musikanten haben es, Hochzeitzug aufgestellt, zum Kirchenzug fertig, ab. Dann geht's los. Gutes Stichwort, oder? Darf ich auch sagen. Dann singen wir ein paar, oder? Was? Singen wir ein paar Gstanzl. Gib mir einmal. Ein paar Gstanzl und dann hat ein paar abgesetzt, oder? Kriegen wir die hin? Können wir auch machen. Schauen wir mal, ich tue mir mein Mikrofon so runter, dass man die Gitarre wegen her. Du kannst deins so lassen, dass man dein Singer gut hört. Also wir haben jetzt eine F-B-S-S dabei, in B muss singen. Ja, du singst den einer Dur auch, oder? Genau, zuerst in B-Dur, in F-Dur und dann in einer Dur. Also du darfst ein bisschen schneller spielen. Was? Bist du schneller. Du bist schnell. Ja. Nochmal, oder? Ja. Und ein paar bayerische Gstanzl, die dürfen heute nicht fein, weil so viel Leute an den Tag kommen und die sollen sich auch richtig freuen. Und da haben wir eine Musi aus Niederbayern, wie sie diese so gehört. Aber solche Musikanten, die wir das Nachspiel gescheit kennen, die haben immer was wert. Und heute haben wir ein großes Fest da, natürlich, mitten im Garten da herin. Aber gell, liebe Leute, so ein Gstanzl singen macht doch immer einen Sinn. Und heute haben wir ein schönes Wetter, natürlich, und alles ist okay. Und da kann man sagen, da kann man sich frei erhalten, Leute, da ist doch schön. Und da haben wir zwei Brüder beieinander, die was Musik spielen können da wei. Und sowas dort nicht überall stattfinden, wie es da dadurch sei. Und wenn ich da so umeinander schaue, sieht man es ganz gewiss, dass es so eine bayerische Gstanzlart immer was Schönes ist. Und die Leute sind doch begeistert und es gehört auch dazu, ein paar Bier und eine schöne Brotzeit und eine bayerische Ruhe. Also gut. Na, sing mir ein paar andere für euch. Und ich sag euch, die Sonne, liebe Leute, das ist eine Freude. Wie man so da sitzt und betrachtet den Sinn.
das ein bayerische muss ja wirken, was ist. Und sowas leid muss man auch sagen. Und wenn man die Gstanzl muss vortragen, dann sieht man eine große Idee. Bei sicherlei Pfeize nicht gesehen. Noch wieder neu spielen. Auch wieder das gleiche neu spielen. Okay. Heute ist ein schöner Tag, die Sonne scheint oben vom Dach. Weil da ehrlich das Singen auch wirklich eine große Freude macht. Wir sitzen unter einem Apfelbaum, der Blüten hat dran. Das, was auch jeder Mensch gern vertragen kann. Wir freuen uns um Band in der Hoheit. Ja, kommen haben auch recht viel Leid. Und hören wir halt auch richtig zu. Na, singen wir ein paar mehr, ein paar nur. Singen wir wieder andere, gell? Nein? Noch mehr andere? Ja, andere. Gut. Ich weiß nicht, was die spielen, ist ja wurscht. Ich möchte euch ja, liebe Leute, auch einmal singen. Nein, das passt schon nicht so. Das passt schon nicht so. Das haben wir nicht aufgestellt. Haben wir nicht aufgestellt. Haben wir die normalen Gestanzel und die abgesetzt? Ja. Wie heißt denn die? Ja, die sind auch abgesetzt. Die sind auch abgesetzt. Ja. Probier sie noch mal. Bei der la 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 la. Und so muss ich das auch hören. Na, tut sie das auch schon bewähren. Geil, liebe Leute, denkt's einmal dran. Jetzt bin ich schuld. Jetzt bin ich auf die anderen gekommen. Ich glaube, ja. Das passt, du hast gut passt, würde ich sagen. Ich glaube, ja. Dass man einen Unterschied zwischen den normalen, aber haben das dann die Schnorrerhüpfe, was du noch hast? Nein, das sind nicht Schnorrerhüpfe, das sind einfach Gstanzl. Alle Leute sagen, das sind Schnorrerhüpfe, kann man auch sagen. Nicht. Zu den Gstanzl an sich. Ja. Aber grundsätzlich gibt es ja die normalen Gstanzl und die abgesetzten. Die haben wir jetzt auch relativ gut gemacht. Dann gibt es noch eine Melodie, jetzt lösen wir auf. Ja. Ein schönes Dank. Gell, schön, da meintet sie es mitspielen mit mir, weißt du schon. Aber das hinkriegen. Ja, ist er. Der Philipp vielleicht mit der Gitarre begleiten, hä? Mit 5 Seiten, schauen wir mal, ob es geht. Ah ja, genau, wir haben ja heute eine alte Gitarre von der Hamburger, die hat nur 5 Seiten. Ach so, hat die neue mehr. Die neue hat mehr. Die neue hat 6 Seiten. Ach so, 6. Kurz da. Durchgelangen. Also, packen wir's. Ein schönes Dankeschön. Euch liebe Leidl da herin, es ist ein schöner Tag, den jeder mag. Wir sind gekommen da und schauen euch liebe Leidl an. Wir freuen uns wirklich groß, da ist was los. Was, da muss die Musik immer spielen. Jetzt glaube ich, hab ich's. Jetzt hat er's. Da hör ich mal zu. Ja, warte, jetzt mal einmal drin. La 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 la. Da sing mir heute Gesangeheit. Und die hören wirklich gern die Leute und denken richtig dran. Ja, schießt dich schon,
Ja, wir betrachten dies, liebe Leute, dies ist was wunderschön. So soll es immer sein, das wirklich fein. Schau, Guido, fierig rot, und das ist heute ein schöner Tag, den wo man betrachten soll, mit was so wohl. Und es ist wirklich fein, so soll's im Leben sein. Das Leben ist voll Freude bei dir, lieben Leid. Das war, glaube ich, die Melodie vom Jännerwein, hä? Genau. Genau. In Walzerform. In Walzerform. Das muss man merken, beziehungsweise es darf man ja, weil du sagst, es kommen Gstanzlsinger, die meinen, sie kennen es und so weiter, aber man muss es ja probieren, das Gstanzlsinger, um zu wissen, ob das was ist. Also, dass jeder jetzt halt oft wegkommt und sagt, mit 12 Jahren wie du, ich bin jetzt Gstanzlsinger. Nein. Heutzutage muss man ja wahrscheinlich, also ich zum Beispiel, ich habe Gstanzl gern. Ich singe vielleicht auch mal auch in Zukunft, aber ich bin ja jetzt halt schon 37 Jahre alt. Und, und bei mir ist jetzt das nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, mir hat es immer gefallen, aber ich war jetzt nie der, der gesagt hat, ich bin als Gstanzlsinger oft weggekommen. Weil die Leute müssen es ja, wir werden wahrscheinlich jetzt später dazukommen. Darum haben da, sagen wir mal, darum haben da nicht viele Leute da. Meinetwegen. Wenn ich jetzt da so mal anschaue, da war der Schwarzenstein noch nicht. Ja. Von Neukirchen da drin. Der Fleischmann Hermann, der ist von Moosbach. Da ist noch da drin, wo Michels Neukirchen ist, wo einer auch nicht war. Ein Jüngerer noch. Dann gibt es ja noch die Renate, glaube ich, die Festerne. Fest ist gut. Ja, ja. Die macht es ja selber lustig, gell, wie ihr Gewicht. Ja. Ja. Gut. Die haben ja teilweise beim Hirtsinger drin, gell? Und dann da ein wenig, im Bayerischen Rundfunk singen die. Ja, ja. Aber da hast du die Bühne hast du nie gesucht für die. Na, eigentlich, da bin ich eigentlich nicht hingekommen. Also. Weißt du nicht, willst oder was? Ich bin eigentlich da nicht so scharf gewesen, sagen wir mal. Wie soll ich das sagen, da draus gehört nicht mehr. Wenn sie dich gefragt hätten, hättest du es wahrscheinlich gemacht. Hätten wir es auch gemacht. Ist schon klar, nicht mehr. Aber da warst du wahrscheinlich nicht so der Laude, der da neben dem Gstanzlsinger auch noch sich da profiliert hätten müssen. Ich hab schon auch. Voll gesungen, ich bin schon voll unterwegs. Aber jetzt auch da, wenn du Gstanzl gesungen hast, ein Musikinstrument hast du nicht gelernt? Nein. Nicht einmal gescheit Mut habe ich gehabt. Das kann ich auch nicht gescheit. Und warum nicht? Das hast du nicht gewusst, nicht im Blut gehabt? Nein, oder? Weißt du, was ich sage? Das ist nun mal so, der Vater hat doch kein Geld gehabt zum Lernen lassen. Verstehst du das? Ja, ja. Weil ich jung war, da war es Geld sehr wenig. Ganz wenig, nicht wahr? Und da hat halt nicht einfach. Da war heute mehr Leute gegeben, die bei Musiker werden heute mit und können heute, aber die haben keine Möglichkeit gehabt, weil die Musiklerner das war einfach, ja. Ja, also ich glaube schon, dass das Gstanzlsinger, also heutzutage gibt es ja wie so Plattformen wie YouTube, ich weiß nicht, also im Internet kann man sich ja quasi profilieren, da kann man das, was man da so macht als Volksmusikant, ja in die weite Welt hinaustragen. Das heißt, wenn wir drei das jetzt da aufnehmen, das kann ja auch einer in Peru anschauen, wenn er sagt, der möchte Gstanzl lernen und so weiter. Ja. Und wenn ich jetzt ein Gstanzlsinger bin, kann ich mir heutzutage ja da super schön vermarkten auch grundsätzlich. Ja, es sind nicht mehr viele da, nicht wahr? Und, aber ich glaube, ich suche mehr. Also wenn man es anbieten Beispiel, würde. Zum Beispiel, sagen wir mal, weil wir mir einfach, meine Kollegen da, die wir auch schon so alt haben oder ein bisschen jünger haben, da hat es so viele Kinder gegeben. Und die Eltern, die haben die Kinder einfach drullt und hingekriegt und gestanzelt gelernt und haben sie alle einbult, ehrende Kinder werden lauter Schauspieler. Verstehst du das? Aber das ist alles gegangen, sagen wir mal, solange
die Kinder meinetwegen das Schamgefühl gehabt haben, weißt schon. Und dann ist die Pubertät gekommen und dann haben die Kinder alle verschwunden. Es ist überhaupt, es ist fast überhaupt keiner blind, was man mir da, nicht mal zum Beispiel das große Gsteinzl singen, das war immer schon in Schierling. Nicht? Ja. In Schierling, das hat da praktisch der Heimatpfleger. Schierling ist ja Oberpfalz, oder? Ja. Und da ist auch das praktisch, ja. Gsteinzlsinger gibt es ja nur eigentlich in Niederbayern, Oberpfalz, oder? Das ja, ist ja eigentlich ja. Außerhalb von den bayerischen ja. Oberbayern auch? Altbayern hätte ich gesagt. Oberbayern auch. In Oberbayern gibt es es schon, ja. Ja. Hätte ich jetzt gesagt schon. Ja, aber man muss ja eigentlich schon als kleines Kind einmal den bayerischen Dialekt mitkriegen. Den, wenn man nicht ja. hat, würde das Gsteinzlsinger ja. schon. Ja. Nicht authentisch, also nicht authentisch. Ja, muss man dazu sagen. Das ist schon klar, nicht wahr? Und sagen wir mal, nicht wahr? In Ding, in Waldit war einmal ein Bub, der hat schon gar nicht so schlecht gesungen, verstehst du das? Und die Mom, die hat den Baum umeinander gefahren, so weit, wenn wir mir oft gewesen haben, da hat der Baum auch wieder eingeladen worden. Weil da war der Musikmeister, der Watzke sagt halt nichts. Watzke ja, von Schierling. Das war so, der hat das schon ein bisschen gefördert. Der hat eine Blaskapelle gehabt, nicht mehr, und der hat das gefördert und der hat die Kinder voll eingeladen. Nicht mehr. Und der hat die Kinder einfach so weit, einfach, wenn man ein Gsteinzlsinger gewesen ist, nicht mehr, hat der die Leute eingeladen und die Eltern, die haben da hingefahren mit ihrem Kind. Nicht mehr. Und ja. Und war halt, haben halt einen erklärten Stanzl gesehen und haben halt gemeint, sie werden das einmal nicht mehr und haben halt das nicht geworden. Nicht. Was mich jetzt interessieren, hättest du davon leben können? Du warst, hast immer die Landwirtschaft nebenher noch gemacht, oder? Ja. Darum hast du ja gleich kennt, dass das ein Apfelbaum ist. Aber du hättest davon leben können wahrscheinlich auch, wenn es pressiert hätte, oder? Naja, in der Glanzzeit vielleicht nicht. Ja. In der Glanzzeit. Aber war ein hartes Los gewesen, wenn du dich nur von der ja. Musik jetzt verbringst. Ja, sagen wir mal. Es ist ein wenig, wie sagt man das so, ja, was soll ich jetzt sagen? Sagen wir mal, das ist ein bedingt, wenn zum Beispiel in den Wald drinnen, da hat freies ein Hochzeitlader schon leben können, jederzeit. Da gibt es auch heute noch mehr Holz drin im Wald, aber ja. Bei uns, da gibt es ja keine mehr. Nicht, das ist auch, du hast den falschen Standort gehabt, quasi. Ja, so kann man sagen, ja, so kann man das sagen. Okay. Aber da haben schon. Und ja. Heute haben wir es ja nicht gehabt. Gsteinzl sind ja manchmal geschert. Also ja. Sind ja, du riechst ja manchmal leider aus. Ja, das ist ja so, das ist eben das, das wollen wir schon kennen, wir auch nicht. Verstehst du das? Ich habe das nicht gemacht, dass ich so geschert bin, dass ich einfach Schwierigkeiten kriege. Da kannst du Schwierigkeiten auch kriegen. Nicht? Ja, ja. Also ja, wenn einer mal keinen Spaß versteht. Du ja. Hast quasi ein Gespür braucht, was verstehen die Leute für einen Spaß? Ungefähr ein bisschen. Es ist ein Dämmel, ist auch, wenn er mal eingeschnappt bin, das ist schon klar. Ich meine, das ist schon klar. Aber es gibt da vielleicht auch heute noch Gsteinzlsinger, die wir einfach schon richtig geschert haben, weißt du. Und da ist er zum Beispiel zu dem Gsteinzlsinger, da gehört auch das Witzverzählen dazu, nicht wahr? Hast du einen? Na, Witz habe ich gleich. Die machen wir dann zum Abschluss, oder? Machen wir zum Abschluss ein, zwei Witze. Aber quasi politisch bist du nie geworden, oder? Ja, schon. Ah, okay. Aber nicht gar so stark. Weißt du warum? Weil das hat nicht gar so viel gebracht. Nein, das hat nicht gar so viel gebracht. Wie man es gebracht? Ja. Die Lacher nicht so gebracht, oder? Wenn man gerade alle bei den Politikern wieder, weißt du schon, das hat es eigentlich nicht gebracht. Ich meine, man kann schon über Politiker wegen Singen oder irgendwas, das kann man schon machen, nicht wahr? Aber weißt du schon, oder weil alle triefeln, das ist nicht ideal. Nein, das ist nicht. Also auf der Hochzeit, da muss man ja, das soll ja ein schönes Erlebnis sein, wenn du ja, natürlich Gäste also, so ausrichtest, dass. In der Hochzeit ist es so, da soll man überhaupt nicht gehört aussingen. Ja. Verstehst du? Also hast du das aufgekommen für das Dorffestel bei uns in Oberhauthausen? Naja. So geschert war ich noch nie, ich sage das gleich schon. Okay. Ich mag auch keinen gescherten Witz nicht, verstehst du? Die richtigen Hammiwitz, weißt du, die mag ich nicht. Die kannst du auch nicht öffentlich erzählen, weil du kriegst Schwierigkeiten mit den Leuten, verstehst du? Das ist einfach so, nicht wahr? Und wenn du einfach du da
so, weiß ich schon, wenn es einmal über Scheiße geht oder irgendwas, das mögt nicht gern. Wow, gib dir da vor, wie spät der Abend ist und wie viel noch da sind, der harte Kern da. Ja. Das ist ja so, je mehr da sind, also je weniger da sind und je mehr Bier in die Leiter drin ist, desto unwichtiger wird es, was man für Witz verzeiht. Das ist wieder was anderes, lieber. Aber zum Beispiel ist halt so, in der Hochzeit ist halt so, lieber, wenn du den recht schön aussingst oder irgendwas nicht, weil der Hochzeitlader, der kriegt ja auch Trinkgeld, nicht wahr? Der Musikanten, das ist ja so in der Hochzeit, wenn es Tanger ist, nicht, das wollen wir auch als Hochzeitlader anrichten. Und da kommt zum Beispiel, da braucht man eine Ehrmutter, nicht wahr? Die sitzt bei der Braut, das kann jeder Hochzeitgast machen, aber normal steht das der Taufpatin oder der Firmenpatin zu und die sitzt beim Tanger neben der Braut und die hat eine große Schüssel da mit einem Deichel zudeckt und da kommen die Kuvert rein und der Hochzeitgast, wenn er vier kommt, nicht wahr? Der wirft das Kuvert da her. Und das tut dann das Brautpaar nochmal gratulieren fürs Brautpaar. Und dann nehmen sie ein Glasl und dann nochmal Prost trinken. Nicht? Und der Hochzeitlader, der singt dann für die Gast einfach. Nicht wahr? Natürlich, jetzt ist es so, jetzt kommt die Hübebäuerin da daher und ist. Nicht gar so schön gekleidet, weil ich es so oder was. Gibt es halt einmal, vergleich. Gibt es einmal. Und dann gibt er die im Fünfer, je nachdem, oder 2 Euro, das haben vielleicht auch 10er schon gezahlt, nicht wahr? Und Musikanten haben auch ihre Teller da, die kriegen Stover die meistens, bei der Hauzertlohner, nicht wahr? Und jetzt, wenn du die da am Fünfer oder am 10er wirfst, dann kannst du die nicht runtergekanzelt werden. Und die Leute lachen recht dumm. Das ist halt nicht schön. Ja. Mit die Leute nicht gern. Ja, ist schon klar. Kann man die grundsätzlich noch buchen, wenn man sagt, die möchte man irgendwie. Ich kenne auch schon das Auto fahren da drin. Ja. Aber sie immer fort müssen, gell? Die Jungen müssen immer weiter fort. Ja, schon. Kann man die noch buchen? Ja. Wenn jetzt einer heiratet, zieht das Video in Niederbayern, in Straubing irgendwo und sagt, den hätte ich gern, weil ich sonst Sacker mehr finde, kann man den noch buchen? Eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Nein, weil einfach, das ist ja so, das ist auch anstrengend, nicht wahr? Weil zum Beispiel, wenn die Schenger ist oder das Tanger nicht, dann mache ich da mal natürlich 1,5 Stunden oder was mache ich da vorne stehen, weißt du schon, nicht wahr? Kennst du dann einen Jungen noch, der das macht? Ja, der Fleischmann macht schon eine Hochzeit. Ja, jung. Mal jetzt auch in unserem Alter. Ja. Der Fleischmann, der ist ja. Der ist ja trinken gekriegt. Was? Ja, trinken gekriegt. So, der Rentner hat er gekriegt. Ja, genau, also ein Rentner. Ja. Der kann noch und der ist bestimmt auch super und natürlich kann man den auch buchen, das mag ich gar nicht, aber eher auf das jetzt abgesehen, kennst du einen in unserem Alter, der das macht? Also so 20, 30, 40 Jahre alt? Gibt's den noch? Weiß ich eigentlich jetzt keinen, der keinen mehr. Mehr. Direkt. Also es stirbt aus quasi. Ja, ich will nicht sagen, es ist ja so, weil die ganze Volksmusik, die stirbt nicht aus, aber wird nicht mehr recht viel mehr. Verstehst du das? Das ist einfach so, dass einfach das eine gewisse Zahl von Menschheit, die mag das und die wird es auch 100 Jahre noch mehr. Und die anderen, die haben halt die Moderne, die haben einfach. Aber mir können wir schon sagen, Volksmusik ist eigentlich schon wieder im Kämmer bei den Jungen, gell? Also das ist, also, was er jetzt, er hat eine Tracht da, gell? Das hat er nicht wegen dem Video, sondern heute ist er in Straubing drin, die Wirtshausrohrs, das heißt, da haben die Wirtshäuser, da kann man sich eine Karten kaufen, geht man rein und spielt in jedem Wirtshaus, 5, 6 Wirtshäuser, die da dabei sind. Mehr. 20 Wirtshäuser. Was wird da gespielt? Volksmusik. Und was sind da drin? Wirtshausfreundliches Musik. Nein, das ist quasi ein Festival heute. Da ist ein Bus organisiert, der fährt die von Wirtshaus zu Wirtshaus auch. Und das ist, da kommen Gruppen aus ganz Bayern und spielen da Play-Musik. Darfst du auch mitspielen heute? Ich spiele nicht mit, ich bin bloß Gast. Aber ist zum Beispiel, kennst du die 6 lustigen 5 oder was weiß ich? Ja, von Namen her schon. Genau, also schon namhafte aus der Region, die spielen da heute. Und deswegen muss ich jetzt gestehen,
sind wir am Ende vom Video. Haben wir am Ende vom Video. Ich muss jetzt nämlich schon weiter. Der Philipp muss ich mir jetzt weiter zu der Musik raus. Und dann ein Haufen junge Leute drin. Also ja. Volksmusik stirbt nicht aus. Gestanzelt er damals was dafür, dass das nicht aus. Das stirbt nicht ganz aus, verstehst du das? Aber mehr wird es auch nicht mehr. Weißt du schon? Das also, warten wir mal ab. Schauen wir mal. Ja. Jetzt gibt es noch ein, zwei Witze. Ha? Hast du noch einen? Einen Witz zum Schluss noch. Ein Witz da. Da war die Huberbäuerin, nicht? Und die war schon bettlägerig. Bei uns sagt man halt liegerhaft, nicht wahr? Und dann hat der Pfarrer besucht. Dann hat der Pfarrer gesagt: Huberbäuerin, wie geht's denn noch weit? Mei, hat gesagt der Pfarrer, wenn diese so weitergeht, dann stirbe ich bald. Geh, hat der Pfarrer gesagt: So schlecht bist du auch noch nicht beieinander. Naja, hat's gesagt, aber es schaut nicht gut aus. Dann wollte der Pfarrer gehen und hat gesagt: Huberbäuerin, bevor du jetzt so stirbst, hättest du nur einen Wunsch? Naja, einen Wunsch hätte ich schon noch. Im Nachkassel habe ich 250 Euro drin. Wenn mir ein junger Bursch noch mal ein wenig drucken, darf ich auch werden. Hat der Pfarrer gesagt, dann meint man unbedingt, schade, da haben wir einen jungen Burschen gekriegt. Der Pfarrer auf die Straße, ich habe die jungen Burschen bei ihm angestanden. Sagt er, mach ich da einer 250 Euro verdienen? Ja, hat einer gesagt, ich schon, weil es Geld braucht. Was mache ich denn da, Herr Pfarrer? Ja, hat er gesagt, da oben war ein Sleiprind, da ist die Huberbäuerin um. Gut ist nicht mehr beieinander, aber in Nachkassel hat es 250 Euro drin. Die gibt es da, wenn du es ein wenig druckst. Das mache ich, hat er gesagt, jederzeit, da bin ich gleich bereit. Das ist Raffi, der Pfarrer hat sich mit den Burschen unterhalten, mit den anderen Burschen nicht. Schau drauf, du, jetzt ist eine halbe Stunde vergangen, der kommt nicht mehr. Sagt er mal, Raffi, schau. Jetzt geht Raffi, macht ein Tier raus. Jetzt sitzt der junge Bursch im Bett drin von der Huberbäuerin und die Huberbäuerin ist nicht mehr da. Sagt der Pfarrer, ja, wo ist denn die Huberbäuerin? Ja, die Huberbäuerin, die ist auf drei Weisen Bank, die holt noch mit 250 Euro. Das ist ein super guter Witz. Der ist nicht geschert, weißt du? Nein, das ist ein super guter Witz. Mit dem Witz war es auch super schön, Sepp, dass du da warst, dass uns da ein bisschen aufgeklärt hast und vielleicht findest du ja mal noch ein paar. Vielleicht kommt das ja wieder mit dem Gestanzelsinger. Und ja, ich bin doch schon so alt, aber ich sterbe das Heft nicht. Bei dir nicht, vielleicht ja, bei einem anderen. Ja, schon. Vielleicht kannst du ja durch so ein paar Anleitungen, wie man so ein Gestanzel singt und mit Melodien, weißt, da kann man vielleicht die Kleinen, die Jungen ein bisschen drauf hindrücken, dass man sagt. Wenn ich zum Beispiel eine richtige Kapelle habe, die will geistern, weißt du, geistern. Ich singe 7-8 Melodien. Jetzt mal an uns. Ja, super. Verstehst du? Das kann nicht jeder. Nicht. Nein, nein. Ja. Aber bloß ist es auch so, die alten Leute haben nicht mehr so gefragt. Das ist einfach so. Mit dem wollen wir leben und mit dem kann man leben. Und es ist halt so, verstehst du? Wird ja jeder alt. Ja, das ist schon klar. Das ist schon klar, aber es ist halt so und nicht warum die Arme. Mit dem darf ich jetzt sagen, verabschieden wir uns und wünschen alle viel Spaß beim Spielen, beim Gestanzelsingen und beim Gestanzelhören. Und wir sehen uns nächste Mal wieder. Wenn's. Jawohl. Genau. Servus. Prost. Hey, schalt aus.